Du spielst um 10.000 Euro in der nächsten Runde. Hallo Lieben und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video mit dem guten Monty. Grüß dich, Kollege. Schön, dass du am Start bist. Ja, heute geht das um sagenhafte 4.000 Euro, Mann. Heute ist der gefühlt zweite Teil, denn wir waren ja letztes Mal auch in dieser Location hier schon, wo es um die beste Lieferservice-Pizza ging, die uns ein Zuschauer servieren kann. Und heute ist Teil Nummer 2. Das heißt, wir haben den amtierenden Champion hier vor Ort. Für dich 2.000 Euro, oder du gehst in die zweite Runde, gegen eine andere Pizza um 4.500 Euro. Es ist schwer, weil es ist viel Geld. So, wenn ihr mit mir einen Deal macht, 500 habe ich safe und 1,5 setze ich. Dann bin ich nächstes Mal dabei. Das ist ein Deal, die. Aber auch zwei neue Kandidaten. Und wir werden sehen, ob die Pizza vom letzten Mal, Mission Pizza, uns heute wieder das geben kann wie letztes Mal und ob die anderen beiden Pizzen konkurrenzwürdig sind. Also Yannick war auch der Erste, der Eier bewiesen hat und in die zweite Runde gegangen ist. Er hätte nämlich zwei wählen können. Und er ist um 4 in die zweite Runde gegangen. Ja, und deshalb würde ich sagen, holen wir den Yannick mal an den Start, ne? Ja. Yannick, bitte einmal zu uns. Was geht? Moin, Yannick. Der amtierende Champion am Start. Stell dich in die goldene Mitte. Ja, genau. Wie fühlst du dich? Gut, ich fühle mich gut. Ja? Ich bin selbstbewusst. Letztes Mal lief es ja richtig gut und ihr fandet die Pizzen gut. Und deswegen dachte ich, ich gehe in die zweite Runde und hoffe, dass das jetzt keine dumme Idee war. Du bereust es immer noch nicht, gekommen zu sein? Bisher bereue ich es nicht. Also zu Hause, meine Freundin war ein bisschen... Yannick, du hättest 2.000 Euro mit nach Hause bringen können, hätten wir einen schönen Urlaub machen können. Aber vielleicht kann ich jetzt mit einem schöneren Urlaub nach Hause kommen. Wie groß ist das Arschwasser, das du heute verkackst? Sag jetzt ganz ehrlich. Es ist schon da, ja. Du hast natürlich letztes Mal gut vorgeliefert. Also die Pizza war wirklich sehr lecker. Heute werden wir auch punktgleich gut bewerten, glaube ich, habe ich das Gefühl. Ja. Ist ja auch mein drittes Video mit dir, glaube ich. Nee, viertes sogar. Viertes. Ich habe sogar Tafeln mit, wo jeder draufschreibt, dass man nicht sehen kann, was der andere gibt. Ja, okay. Wir haben noch zwei andere Kandidaten, die wir jetzt reinholen, die gegen dich antreten werden. Jo, also ich habe Pizza Electrix gewählt, weil es nicht eine normale napolitanische Pizza ist, sondern eine napolitanische mit Pizza Roma. Ist auf jeden Fall eine Top-Top-Pizza. Ich habe des Öfteren mit meinen Kollegen da bestellt. Mir hat sie immer gefallen. Sie machen auch immer den Teig selber. Die Pizza wird nur geliefert, du kannst nicht vor Ort essen. Und deswegen habe ich mich für Blackies Pizza entschieden. Top! Was geht, was geht, was geht? So, dann könnt ihr gleich alle einmal zur Seite gehen. Yannick, du bist dir ziemlich sicher, dass du heute gewinnst, ne? Nee, so sicher bin ich mir nicht, aber... Leon hat sich, also ich habe einfach Kandidaten ausgewählt, Leon hat eine Pizza dabei gehabt, die habe ich vor 2,5 Jahren mal zu der besten Pizza in Hamburg ausgewählt, damals unter anderem Namen, oder nee, Deutschland sogar damals, und die wurde jetzt, 2,5 Jahre später, gerade vor kurzem von Lieferando zur besten Lieferservice-Pizza Deutschlands von zigtausend Leuten, die bestellen bei Lieferando, zu der Nummer 1 in Deutschland gewählt. Guck dein Gesicht. Wusstest du das überhaupt? Das finde ich höchst suspekt. Ja? Wenn deine Pizza super läuft und du die sogar auf Platz 1 machst, dann benennst du dich doch nicht um. Es hat mich auch gewundert, hundertprozentig. Aber zum Schluss werden wir es nicht herausfinden. Aber es war ja auch vor Ort. Jetzt liefern die. Geliefert habe ich noch nie da bestellt. Es geht ja auch nicht um den Namen, sondern um den Geschmack. So ist es. So ist es. Ja. Okay, also. Dein Gefühl. Ja, mein Gefühl ist auf jeden Fall schlechter, aber ist immer noch eine Lieferpizza und am Ende werden wir heute Abend sehen, wie es ist. Das heute Abend? Wie lange wolltest du hier sitzen? Später. Später, ich wollte gerade sagen. Ja, okay, ich bin gespannt. Also Kian, du wirst in die erste Runde gehen, wirst uns bestellen. Dann komm doch mal zu uns, dann kannst du uns schon mal abliefern, was heute auf uns zukommt, vielleicht in die Mitte sogar. Also, ich bestelle bei Blackies Pizza. Mhm. Für dich habe ich eine Pizza Spinati. Da ist Spinat drauf, Hähnchenbrust. Mit Spinat, Hähnchenbrust ist drauf. Gorgonzola, Creme Fraiche, Gouda und ein bisschen Knoblauch. Und für Marcel habe ich eine Pizza Pesto. Da ist natürlich Pesto drauf. Ach was! Digga! Und Teig wahrscheinlich, ne? Das muss ich noch dazu sagen, ihr habt beide Dinkelteig. Also sehr gut. Normalen Teig. Oh, super, ist Dinkel gut. Ist super. Cherry-Tomaten, dann Rucola, bisschen Basilikum und auch Käse. Du hast ein bisschen Glück, das ist die erste Pizza und ich habe extremst Kohldampf. Ja, sehr, sehr gut. Ja. Also wir werden die Pizza jetzt kommen lassen, beziehungsweise bestellen. Für euch nochmal, wie ihr einen Tester gewinnen könnt und 10 Euro gratis kriegt, das erfahrt ihr jetzt gleich hier. Also keine Verarsche eben gewesen, nicht nur 10 Euro gratis kriegen, sondern auch die Chance, ein Tesla Model 3 zu gewinnen. Wie das geht, erzähle ich euch jetzt. Und zwar habe ich mir überlegt, ich möchte natürlich für euch auch Mehrwert schaffen bei diesem Placement. Und ich habe mir gedacht, bestellen macht jeder. Beim Lieferservice, vielleicht auch mal beim Mediamarkt oder man bucht eine Reise. Und warum soll man das nicht machen und automatisch Geld zurückbekommen? Und das ist der Sinn dieses Placements, nämlich für Schub. Die sind ein Cashback-Anbieter. Ihr kriegt für jede Bestellung, die ihr leistet, einfach Geld zurück. Bares Geld. Funktioniert so, kein Datenhandel oder so. Das wird gar nicht betrieben von Schub. Die nehmen einfach eine kleine Provision, die sie
für sich nehmen, der Rest ist für euch. Über den Link in der Videobeschreibung könnt ihr dann auch gleich 10 Euro sichern, direkt 10 Euro auf euer Konto. Und den Tester könnt ihr gewinnen, indem ihr einfach 3 Bestellungen im Aktionszeitraum Black Week tätigt. Dann nehmt ihr automatisch am Gewinnspiel teil. Schub ist übrigens der größte Anbieter für Cashback in Deutschland. Ich zeige euch noch mal kurz, wie das geht und dann sehen wir uns weiter im Video. So, ich zeige euch das mal anhand der App von Schub. Hier mein kleiner Hundi Motti übrigens. Gebt einfach nur Lieferando ein, als Beispiel. Seht hier auch schon 4% Cashback bekommt ihr da. Aktiviert das Cashback, da sieht man jetzt auch. Jetzt kriegt ihr vorgeschlagen, wenn ihr bei Mediamarkt für 20 Euro einkauft, kriegt ihr 10 Euro Rabatt. Das ist natürlich krass. So, nochmal Cashback aktivieren, ihr werdet zu Lieferando weitergeleitet und bestellt ganz normal, wie ihr es immer macht und kriegt Geld zurück. Und das Ganze funktioniert halt über sehr viele Partner wie Mediamarkt, Booking und, wo ihr einfach und unkompliziert Geld zurückbekommt. Link in der Videobeschreibung. Okay, also für euch nur nochmal, einfach weil das Tradition ist, möchte ich euch noch einmal, nur dass ihr das Feeling kurz kriegt, das Geld in der Hand zu haben, einmal riechen. Was würdet ihr machen, wenn ich jetzt ein Bild einblende, wie ich mir das durch die gezogen habe vorher? Nochmal. Nein. 4.000 Euro ist echt eine heftige Summe. Ihr könnt euch auch natürlich bewerben in den Kommentaren und ja, dann gucken wir vielleicht nächste Runde da mit euch am Start um 10.000 Euro, wer weiß. 20. Genau, wir snacken gleich Pizza. Hier, guck mal einmal hier bitte einmal rein, wie hauchdünn die ist. Ganz krass. Und ich muss sagen, weshalb ich auch die Pizza gewählt habe, ich wollte ja Konkurrenz auch haben für den Yannick, der Stammhalter auf Platz 1. Das haben ganz viele, haben diese Pizza empfohlen und deshalb habe ich die auch genommen. Zartes Hähnchen, schöne Spinatnote, geiler Teig, das kann ich schon mal sagen. Der Teig ist einzigartig, muss der ich sagen. Der ist sehr einzigartig, ja. Der Rand, der Teig, der ist so zart dünn, dass man schon fast das Gefühl hat, es wäre zu wenig. Aber wenn du da reinbeißt, hast du wirklich das Gefühl, dass es perfektioniert ist vom Teig, vom Boden, von der Dicke. Abgestimmt auch zur Lieferung wahrscheinlich. Ja, also wirklich, er freut sich ja schon, denkt, er hat die 4.000 Euro. Nein. Also das ist wirklich ein Indiz, was ich bei einer Pizza so noch nicht hatte, vom Boden her. Mhm. Also ich kann dir eins sagen, was ich merke, du merkst das Dinkel-Feeling. Ich habe mich gerade zurückerinnert, ich habe auch zu Hause mal Dinkelpizza gemacht. Ich hatte vom Feeling, vom Geschmacksbild einfach ähnliche Vibes. Wenn du bei dir auch guckst oder bei mir, das ist ja richtig so, richtig geil nach oben. Und dann geht es so richtig schön runter. Das, also vom Teig her ist das schon... Das ist ein Traum. Ist schon sehr gut. Traum von der Optik auch. Ich bin jetzt nicht so ein großer Freund von dem Löwenzahn obendrauf. Aber das ist eine persönliche Geschmackssache, das ziehe ich jetzt nicht, ne, als also Minuspunkt. Pinienkerne schmeckt man raus, oder? Pinienkerne schmeckt man raus, bin ich auch ein großer Freund von Rucola. Kann man essen, ist jetzt aber so, komme mir halt vor wie ein Hase. Von mir noch mal einmal die Worte dazu, vielleicht können wir hier die Rückseite von der Pizza noch mal einblenden, was für mich so ganz speziell. Also das Schöne an der da ist einfach wirklich die Punktarbeit vom Teig. Ihr seht, wie braun das ist. Und man hat bei einer Pizza, da wird wahrscheinlich was anderes genommen worden sein, nimmt man oft Cemola, das ist so ein Maisgrieß, wenn mich nicht alles täuscht. Sorry, ich bin jetzt auch im Dreh, vielleicht Fake News. Und du schmeckst das vom Geschmack, sehr schlau gesagt. Also du merkst diesen Maisgrieß. Und die haben hier mit irgendwas von unten gearbeitet, dass man wirklich das Feeling hat von einer frischen Pizza im Laden. So. Was ich beim Lieferservice noch nie gehabt habe. Also wirklich gelungen. Und ich finde, das Hähnchen zergeht halt geil im Mund, weißt du? Hab letztens bei Pizza Max einmal bestellt, sorry an die Jungs von Pizza Max. War das Hähnchen nix? Nee. Und auch bei Domino's nicht, hier top. Also man hat hier immer wieder neue Impulse, jetzt auch mit Cream Fresh. Geiler Akzent in der Pizza, wirklich. Ich muss einmal... Rucola mit drauf? Ja, weil das ist ja Bestandteil. Genau. Ist eine gute Kombi gerade, ja? Ich hole unsere Tafeln manchmal. Frisch gekauft. Ganz frische Ware, Bruder. Oh. Die haben ein Vermögen gekostet. Die hast du wahrscheinlich bei Kick geholt. Ja, so ähnlich. Neben meinem Klamotteneinkauf. Wenn er jetzt nicht in Gesamtkonstruktion 8,8 Punkte bekommt, ja, ist er ja schon raus. Nee, weil er kriegt eine neue Bewertung heute. Weil er kann ja. Ja, selbstverständlich, ja. Oh
Okay, also ich habe eine klare Tendenz. Voll gemein jetzt die anderen, wie sie sich gleich freuen werden, wenn man entweder schlecht geht oder sich ärgern werden, wenn man gut die geht. Die machen ganz böses Auge ja. Gerade auf seine Pizza. Macht ihr Auge auf ihn, oder? Nein. Wir verstehen uns gut. Ja. Ich habe richtig Hunger nur, ey. Wollt ihr gewinnen trotzdem? Natürlich wollen wir gewinnen. Also ich habe meine Punktezahl aufgeschrieben, ja. Also, mein lieber Kian, ne? Richtig. Selfmade-Feeling durchs Dinkel. Hat mir gefallen. Geiles Feeling vom Teig unten, perfekt on point gebräunt. Und wie gesagt, ob es jetzt Cimola war oder irgendwas anderes, wo sie die Pizza drauf zubereiten, was so diesen kleinen Grizzle-Feeling, sage ich mal, auf der Zunge gebracht hat, war auch geil. Allerdings, die Teigkonsistenz im Ganzen war nicht perfekt. Da wirst du dir mit dem Dinkel wahrscheinlich ein Bein gestellt haben, ein bisschen. Trotzdem special, man kennt es so nicht. Und ich gebe weiter an den guten Marcel. Also ich fand auch, als Dinkelpizza hat sie super performt. Die Teigkonsistenz habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Mir hat die Pizza sehr gut geschmeckt. Der einzige Minuspunkt, der für mich jetzt da war, war, und das habe ich auch so ein bisschen vermisst, das kennst du vielleicht auch noch von unserem Lieblingsservice in Buxtehude, Al-Halal. Als du den Pizzakarton aufgemacht hast, also deine Lieferbox, ist mir direkt aufgefallen, dass es hat nicht rausgedampft. Mhm. Und das habe ich dann am Ende auch bei der Pizza gemerkt. Die war ja relativ schnell da, aber sie war nur noch lauwarm. Das hat mir schon ein bisschen gefehlt, also die Hitze. Eine Pizza kann nicht komplett heißer sein, aber ich fand, sie war schon ein bisschen zu kalt. Für mich persönlich. Ansonsten im Gesamtkonstrukt hat mir die Pizza sehr gut gemundet, auch gerade für eine Dinkelpizza. Ihr wisst alle, Dinkel gibt einen guten Schiss. Und deswegen würde ich immer, wenn ich die Wahl hätte, eher eine Dinkelpizza nehmen. Okay, wollen wir gleichzeitig umdrehen? Ja, okay. Okay, auf drei. Drei, zwei, eins. Ich hab... Was hast du? Oh, ähnlich die. Okay. 8,1 und 8,4. Ja. Ja, geil, Digga. Richtig, ja. Wichtig und richtig. Oh. Okay, Männers. Fühlst du dich im Game? Ich fühle mich im Game, ja. Ich weiß ja die Bewertung vom letzten Mal vom Kollegen. Mhm. Der hat ja 8,8, glaube ich. Deswegen bin ich mir ein bisschen unsicher. Aber die Pizzen von den anderen Kandidaten hatten deutlich schlechtere Punktzahl. Alles über 8 ist schon echt gut. Es war die beste Dinkelpizza, die ich jemals gegessen habe. Also die war wirklich super lecker, fand ich. Für alle Zuschauer da draußen, Blackies Pizza haben so viele mir empfohlen. Und das ist, muss man, da wirst du bestimmt unterschreiben, was Lieferpizza angeht. Sowas, also ich habe in die Richtung noch nichts gegessen. Das lohnt sich echt zu bestellen. Ja, okay, super. Geil. Dann warten wir auf die nächste Pizza. Machen wir die nächste Runde. Pizza ist da. Oi, 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 oi. Moin. Hi. Servus, mein Lieber. Grüß dich. Alles klar? Hello, ich bin mega aufgeregt. Ja? Also wenn du willst, kannst du gerne Platz nehmen und alles live miterleben. Alles klar. Oder musst du weiter noch ausliefern? Okay, ich hab Zeit. Okay. Ja, okay, sehr schön. Ja, dann hau mal die Dinger raus. Ist das noch ein Nachtisch oder was? Nachtisch gibt's auch noch. Ja, das ist dampft. Ich kann dich vielleicht da direkt mal was fragen, ne? Also es ist ja so, wir haben neapolitanische Pizza schon bestellt und die war bei der letzten Folge wirklich Absturz, weil ich es nicht hingekriegt habe. Und ich habe schon vorgewarnt, ihr habt ja ein spezielles Verfahren. Ihr macht das ja anders und weil die Pizza, gerade auch die neapolitanische, geil ankommt auch. Kannst du da was zu sagen vielleicht? Ja, genau. Wir haben eine Fusion-Pizza. Mhm. Also es ist keine klassische neapolitanische, sondern ein Mix aus einer Roma und einer neapolitanischen. Okay. Neapolitanische hat einen hohen Wassergehalt. Das heißt, wenn man die ausliefert, dann weicht die ein und das geht einfach gar nicht. Und dafür haben wir zwei Lösungen. Die erste ist eine Fusion aus einer Roma und einer neapolitanischen. Das heißt, der Wassergehalt im Teig ist geringer und wir haben extra die Kartons entwickelt. Die haben noch eine Einlage, das seht ihr gleich. Der ganze Wasserdampf kann an den Löchern raus. Er wird zum Mitarbeiter des Monats gekürt. Du hast wie ein Löwe gesprochen. Ich schwör's dir, du hast wie ein Löwe gesprochen. Lass jetzt mampfen, Junge. Ja, oha, die sieht böse aus, Alter. Ja, das ist dann Holle seine. Oh, der Käse auch. Guck dich mal an, wie special das ist. Ich hätte gedacht, der ist Sauce Hollandaise. Ist das Knoblauchsalami? Knoblauchöl wahrscheinlich. Knoblauchöl. Also man riecht den Knoblauch direkt. Das ist euer spezieller Karton hier. Die Pizza ist schwebend, siehst du ja. Ja, und die bekommt von unten Luft. Das ist schon mal gut, ja. Kriegt von unten Luft. Oh, und guckt euch mal den Teig an. Der Teig ist im Verhältnis zu den ersten Runden, wo wir napoleonische Pizza getestet haben, im Anfasstest schon deutlich besser. Ja. Oh, guckt euch mal den Käse an hier. Janik, ich würde echt jetzt Arschwasser Deluxe bekommen an deiner Stelle. Der foltert ja nicht, dass wir schauen, wie die essen. Ich sag euch, das ist wirklich eine, wie sagt man, das ist ein Kunstwerk. Direkt der Knoblauch, der dann aufsteigt, du hast direkt Knoblauchgeschmack im Mund. 100% anderes Feeling als bei jeder Lieferservice-Pizza, die man sonst so isst. Wenn ich was dazu erwähnen kann, unser Mozzarella, den bestellen wir direkt aus Italien. Er kommt aus Neapel, aus der Produktion. Die bestellen alles, glaube ich, sogar aus Italien. Selbst eure Stühle und eure Toilette ist aus Italien.
Also zur Pizza nochmal, Marcel, du kennst das von früher vielleicht. Manche kriegen es nicht hin, wenn man zum Beispiel Salami hat. Du musst einen Drive, sag ich mal, finden zwischen der Teig und so weiter, darf nicht zu salzig sein, damit die Salami dann nicht komplett alles nochmal so weit hochkickt, dass du irgendwie nur Salz in der Fresse hast. Es muss alles abgestimmt sein und das schaffen die hier. Sie ist auf jeden Fall deutlich, deutlich besser, das kann ich sagen, deutlich, deutlich besser als die napoletanischen Pizzen, die wir in der ersten Runde getestet haben. Mhm. Okay, also wenn ihr euch zum Beispiel mal anguckt, den Rand. Wer neapolitanische Pizza kennt, Außenrestaurant, diese feinen Blasen außen. Sie kriegen es hin, dass auch, also klar, es muss noch geliefert werden, im Restaurant kriegt es wieder hin, aber was sie hinkriegen, du hast den Knusper sogar noch außen. Du hast nicht dieses fade, pappige, du hast den Knusper noch. Du musst wirklich gleich mal den Rand einmal testen und schauen. Ich hab den Rand schon, ne? Ja, ja, klar. Ja, bei dem Mons habe ich extra das mit dem frittierten Aubergine genommen, weil sonst so Mozzarella oder so wäre was Standardmäßiges gewesen. Das ist auch was Neues für dich, glaube ich. Du wärst nicht so begeistert irgendwie. Pokerface. Ich muss sagen, wenn ich jetzt mir selber hier nochmal eine Pizza bestellen würde, würde ich auf die frittierten Auberginen verzichten. Einfach, weil ich persönlich das nicht auf meiner Pizza haben muss, aber sie schmecken auf jeden Fall gut. Und sieht man auch nicht so oft, frittierte Auberginen auf einer Pizza, ist auch schon sehr special. Also du sagst, Gesamtpizza ist geil, aber die Kombi mit der Aubergine nicht so gelungen, zumindest für dich. Genau, ja. Mhm. Bei dieser Pizza, Leute, erwartet euch ein Abenteuer, sag ich mal. Du hast auch Sachen, wie zum Beispiel bei der Salami, dass ich dachte erst, hä, Lakritzgeschmack auf der Salami, da wird irgendwie mit Anis oder so gearbeitet sein. Wenn man Anis probiert, das hat so leicht einen Lakritzcharakter. Das ist wirklich vom Gesamtfeeling einfach anders und hat nichts mit einer normalen Lieferservice-Pizza zu tun. Vom Ankommen, vom Knusper, vom Rand, ist schon heftig gemacht. Wenn man natürlich Aubergine jetzt nicht so feiert da drauf, ist dann ein bisschen schwierig. Aber was sie hier präsentieren, auch mit der Salami, dieses Endlevel, das ist nicht irgendeine Billig-Salami, das ist ganz starke Salami. Fühlst du aber den Aspekt mit der frittierten Sache, dass es nicht so harmonisiert mit der Pizza? Ich kann dir ein Beispiel geben, das dich da in der Meinung bestätigt. Viele feiern auch diese Gemüsedöner nicht so, weil da hast du auch oft frittiertes Gemüse drin und dieser Geschmack kann sehr irritieren. Den magst du oder du magst ihn nicht. Und viele bestellen gerade deshalb keinen Gemüsedöner, weil du dieses Fritteusen-Feeling drin hast. Ich darf ja noch keine finale Punktzahl sagen zu der Pizza. Ich habe jetzt den Karton zugemacht, damit ihr gleich, ne, vielleicht noch ein bisschen wärmer. Die Pizza war super stark, fand ich. Ob es jetzt reicht, um den ersten Platz zu holen, das werden wir später sehen. Aber ich fand sie geschmacklich und vom Boden und ähnliches schon sehr gut. Also hat mich schon sehr abgeholt. Okay, stark. Ich habe eben schon genug gelabert. Ich werde mir meine letzten Worte für die finale Bewertung aufheben. Also Janik, du wirst es nicht leicht haben. Wir werden deine Pizza bestellen. Und dann geht's in die letzte Runde. Danke, mein Meister. Ich hoffe, wir gewinnen noch, ne? Ja, man sieht ja sogar den Knoblauch. Hier, das wird wahrscheinlich, ich kann es jetzt nicht sagen, vielleicht nimmt mich im Video in den Kommentaren, wenn es nicht ist, aber das wird wahrscheinlich das Knoblauchöl sein. Selbstgemacht ist mit Sicherheit, sonst hast du diese feine Konsistenz auch nicht drin mit den Knoblauchstückchen. Wir sehen uns in Runde 3 zu dem Stammhalter, der Nummer 1. Okay, let's go. Ja, komm, dann machen wir direkt auf. Okay, hier. Komm. Also für die, die letztes Mal nicht dabei waren. Mission Pizza hat nicht nur eine special Verpackung, die haben auch eine special Liefermethode mit so einem heißen Stein da drin, ne? Damit die Pizza wirklich warm bleibt. Und letztes Mal hat uns die Pizza überzeugt. Also da hat es auf jeden Fall gefunden. Also ich finde, Holly, man muss jetzt so ein bisschen aufpassen, nicht zu voreingenommen reinzugehen. Weil ich weiß ja, was mich jetzt erwartet. Ich habe die schon mal gegessen. Die anderen waren immer komplett Neuland. Aber hier weiß ich ja, was mich erwartet. Und dementsprechend weiß ich eigentlich schon, dass es geil wird. Fühle ich, was du meinst. Aber nichtsdestotrotz finde ich, wenn man die jetzt anguckt zum Beispiel, ich finde von der Optik ist das die schwächste Pizza von allen, ne? Obwohl wir wissen, die ist heftig. Ja, das stimmt. Aha. Aber Optik ist nicht alles. Nee, Optik ist nicht alles. Wie bei mir. Merkst du euch, dass du der Einzige bist, der nicht über meinen Witz lacht? Den höre ich so oft, der war einfach nicht mehr witzig, Digga. Was für ein Kollege. Also ich möchte jetzt gar nicht zu viel sagen beim ersten Biss. Also ich werde noch mal kurz mich reinsnacken, bevor ich jetzt am Anfang schon die Keule schwinge. Also ich muss eins direkt sagen, unabhängig von gut oder schlecht, es ist ein ganz anderes Erlebnis als letztes Mal. Viel pfeffriger, der Teig kommt mir anders rüber, es ist ein ganz anderes Erlebnis. Hätte ich jetzt die Pizza mit geschlossenen Augen gegessen, sagen müssen, ob sie gleich ist, hätte ich gesagt nein. Also ich kann dem nicht zustimmen. Ne? Gut, ich bin auch schon ein bisschen im Alzheimer-Stadion angekommen. Ich kann mich auch nicht mehr so ganz genau daran erinnern. Aber ich finde, das, was bei Mission Pizza mir in Erinnerung geblieben ist, nämlich dieser extrem geile, knusprige Rand, der geile Teig, der geile Käse. Also ich habe so ein wiederkehrendes Gefühl auf jeden Fall. Ja. Also die Pizza ist wieder on point. Wenn man da noch mal raufguckt. Die ist hauchdünn, der Boden ist super knusprig. Das ist wirklich, als wäre da unten einfach ein Blatt Papier Teig, da drüber ein ganz bisschen, sag ich mal, ungebackener Teig und dann auch schon der Belag. Guck mal, bei mir der Teig.
Also man kann eins hervorheben vom letzten Mal, die Quali von der Pizza, wie sie ankommt, vom Feeling her mit dem krossen Boden und so, ist wieder stärker als generell eine Pizza, die man jetzt einfach so bestellt. Probieren wir mal die Mozzarella, weiß mal, Burrata. Letztes Mal war die sehr fade vom Geschmack, das war ein Minuspunkt, aber jetzt hat die eine... Ich würde sagen, die haben anderen genommen. Das könnte sein, ja? Die hat in sich einen intensiveren Geschmack, von der Milchigkeit vor allem. Mhm. Das ist stark diesmal, findest du nicht? Doch, doch, hundertprozentig. Das Einzige, und da wirst du mir wahrscheinlich zustimmen, was jeder hasst, wenn er das hat, wenn er eine Pizza isst, ist das hier. Oh! Geil. Ja, okay, alles klar, 1-1. Ja. Ich möchte aber noch ganz kurz festhalten, gestern habe ich Holger eiskalt abgezogen in Ching Shang Chong. Bist du aufgeregt? Ja, jetzt kommt die Aufregung. Ja, ne? Eben ging es so, wenn man chillt, aber jetzt... Aber weißt du, Hauptsache dabei sein, macht alles, ist alles auf jeden Fall safe. Nur korrigiert jetzt hier, wenn der E-Zigarette im Mund. Okay. Oh, wild, ey. Scheiße, Mann. Also, Pizza Nummer 2 wird wahrscheinlich stehen und fallen mit Holgers Bewertung, denn die erste Pizza habe ich mit 8,4 bewertet. Deine Pizza bewerte ich mit 8,3. Also 0,1 drunter. Oha. Ich erkläre dir auch ganz kurz, warum. Der Boden, es war alles top. Mir persönlich hat die Zusammensetzung, gerade auch mit der Aubergine, mit der frittierten, einfach nicht so gefallen im Gesamtkonzept. Da war viel Zwiebel drauf, da war dann Aubergine drauf. Und das kann man gut oder schlecht finden. Aber insgesamt war es schon echt eine starke Pizza. Ich hätte liebend gern noch eine andere probiert auch. Aber da Holger eine Fleischvariante, konnte ich jetzt seine Knoblauchpizza nicht testen. 8,3, immer noch eine extrem gute Punkte. Ja. Also wir blenden auch hier oben jetzt alle Gesamtpunkte ein. Mein Cutter wird das irgendwie schlau handhaben, dass ihr das peilt. Bei der zweiten Pizza kann ich einfach nur sagen, da hat für mich alles gestimmt. Der Teig war für eine Lieferpizza, ich glaube neapolitanisch, kriegst du es kaum besser hingeliefert. Knoblauchnote krank, Salami krank, leichte Akzente, gespielt mit den Geschmäckern, Anis drin, Knoblauch drin. War schon wild. Ich gebe da 9 von 10 Punkten. Puh. Das ist stark. Das heißt, dann haben wir da eine Punktezahl von? Eine Punktezahl von 17,3. 17,3, du hast, ja. Okay, das heißt, dass Pizza Nummer 1 in dem Fall dann schon wieder schauen und reingehauen. Ja, Brudi, tut mir leid, Mann. Ja, so ist das Ding, ne? Jetzt okay. Jetzt kommen wir zur finalen Pizza. Jetzt kommen wir zur finalen Pizza. Also, ich hab bei der Mission Pizza nicht lange überlegen müssen. Am Ende des Tages ist es ein persönlicher Geschmack. Ich stehe auf diesen leicht angehauchten amerikanischen Style auch einfach. Eure Pizza, da ist Burrata drauf, da ist Käse drauf, da ist eine geile Tomatensauce drauf und ein extremst geiler Teig, wie ich finde. Und ich habe der Pizza eine Punktezahl von 8,7 Punkte gegeben. Wow! Oh, ich habe vergessen, die Scheine zu holen. 8,7 hast du gegeben, ne? Ich habe 8,7 gegeben, ja. Oh, war der gut, der Wurf. Nee, der war nicht gut. Nee? Das ist innerer Monk. Der Mann weiß, wie man mit Ziegel. Nee, das jetzt hast du alles kaputt gemacht, ja, normal. Na egal, scheiß drauf, dann lassen wir jetzt einfach jetzt hier auf dem Tisch sein. 8,6 wäre Gleichstand, 8,7 wäre Sieg. Hast du das gerade selber gerechnet? Ja, habe ich gerade selber stark gerechnet, ja. Ja, nix. Zu deiner Pizza. Boden wieder sowas von on point gewesen. Auch wieder mit den Geschmäckern gespielt. Honig eingesetzt auf der Salami, wo habe ich das woanders gegessen, noch nie. Mir brennt immer noch der Mund vom Pfeffer, also etwas pfeffriger als sonst. Was heißt etwas? Deutlich, deutlich pfeffriger. Das Problem ist, dieses Fertig-Pizzen-Feeling, was vom letzten Mal da war, hat diesmal noch mehr überragt, deshalb kriegst du nur 8,1 Punkte von mir. Und so, oh mein Gott, Digga! Oh mein Gott, Digga, ey! Aber trotzdem, Digga, du hast Eier auch schon, Mann, ey. Was? Ach so, ja, klar. Ja, sehr, sehr gerne. Alles gut, alles gut. So, Marcel, kommst du einmal auch noch mal zu uns hier hinten? Denk da auch noch mal dran an die Videobeschreibung für Schub. Ist in der Videobeschreibung. Einfach raufklicken. Ich habe das Geld hier, das will ich dir jetzt einfach überreichen. Oder? Ah, jetzt hast du mich verarscht, gibt dir das Geld, ne? Du spielst um 10.000 Euro in der nächsten Runde. Ja, stimmt, die Eier auch schall. Aber wisst ihr, ich kann leider nicht, ey. Nein? Wir haben Wasserschaden und so und wir müssen um. Jetzt kommen die auch. Nein, ich habe Fotos und so. Ja, so, darf ich dir den Geldregen überreichen? Ja, dann hast du auf meinen Kopf.
Das ist so voll Digga. Danke für alle fürs Dabeisein, auch nochmal für die nette Begleitung in der letzten Runde. Marcel, dir danke fürs Dabeisein. Gerne. Kuss, bringt gerne. Immer Spaß. Ja, und dann sage ich euch bis zum nächsten Mal. Abonniert die beiden, ne? Abonnieren. Kuss. Und lasst den Daumen oben knallen. Bewerbt euch für die nächste Runde und bis zum nächsten Mal.